Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute natürlich Limited Edition. Und die ist so breit hier, die braucht das ganze Format Twix Spekulatius Gewürz. Das nehme ich hier 6 plus 2. Also das ist eine ordentliche Packung hier. Ich hoffe auch, dass das schmeckt, weil sonst habe ich hier so viele Twix. Was ist denn da so? Gefunden habe ich die beim Real. Gibt es wahrscheinlich auch bei vielen anderen Supermärkten. Gucken wir mal, was hier so drin ist. Knusperkeks mit Spekulatius, Gewürz und Karamell. Umhüllt von Milchschokolade. So, Zutaten, Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl, Palmfett, Kakaobutter, Magermilchpulver, einiges. Ah, hier die Gewürzmischung, das ist interessant. Gewürzmischung, Zimt, Koriander, Gewürznelken, Muskatnuss, Ingwer, Kardamom. Und dann noch Fett, aber Kakao und Orangenschalen sind auch noch drin. Und natürlich auch Vanilleextrakt. Ah ja, also einiges drin. Dann machen wir doch mal auf. Gucken, was das hier so kann. So. Moment. Ah, das ist der Trick. 6 plus 2 bezieht sich auf die hier, oder? Moment. 1, 2, 3. Jetzt bin ich verwirrt. Ach nein, 6 mal. Ah. Man muss es ja auch richtig lesen. 6 mal 2. Ja, das stimmt hier. 6 mal 2. Das ist dann die Einzelpackung. 6 Regulatus. Dann machen wir das. So, 2 Stück drin. Von außen ganz normal. Ich weiß mal eins ab. Das riecht schon schwer nach Spekulatius. So sieht's aus. Wo ist die Kamera da? Erkennt man jetzt nicht so viel. Ja, schmeckt tatsächlich nach Spekulatius. Und gar nicht mehr schlecht. Also, für so eine Winteredition. Ja, das zum Tee oder Kaffee. Ja, das kann man mal essen. Es hat mit Twix so gar nichts mehr zu tun. Also, Spekulatius, das ist so eigenständig. Also, ja, aber an sich nicht schlecht. Also, sehr gut. Da werden die Dinger auch wegkommen. Ja, also vielleicht wäre das was für euch. Probiert's mal aus. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.